Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute ist der 10.05.2020. Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter. Heute ist Sonntag. Es ist noch nicht viel passiert. Es ist gerade 15.08 Uhr. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video. Dieses Jahr war ich ein bisschen spät dran mit meinen Muttertagsbestellungen und habe deswegen kein gutes Geschenk gefunden. Nur noch zwei so eine Tasse und ein Brettchen mit Beste Mutter der Welt eingraviert und bin über die Geschenke selbst nicht zufrieden, aber besser als gar nichts. Normalerweise mache ich persönlichere Geschenke, aber ich hatte nicht mehr so viel Geld und musste es dann bestellen. Ich hätte eigentlich auch Blumen besorgen wollen, nur das ist sich dann nicht mehr ausgegangen und ich bin auch nicht mehr zu Geschäften gekommen und deswegen habe ich die zwei Sachen bestellt und die kommen Montag und also morgen und Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt bessere Geschenke für eure Mütter. Ich finde das immer ein bisschen unpersönlich, wenn man nur was aus dem Internet bestellt. Aber ich tue mir mit dem Schenken generell ziemlich schwer, weil ich bei meiner großen Familie oft nicht weiß, was ich schenken soll. Und bei den vielen Leuten gehen mir dann die Ideen aus und oft kriegen manche das gleiche oder ähnliche Sachen. Und im nächsten Jahr weiß ich dann wieder nichts Neues. Oder die Leute wünschen sich nichts Spezielles. Und dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und das ist nicht so leicht. Also dann kommt man auf eine ziemlich hohe Summe, wenn man für eine achtköpfige Familie Geschenke kauft. Und das ist halt auch nicht jedes Monat möglich. Aber an Tagen wie Muttertag oder Vatertag, es ist mir eigentlich wichtig, persönliche Geschenke zu machen und nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, dass ich eigentlich was Unpersönliches schenke. Also es ist nett, was ich ausgesucht habe, aber ich habe es in 10 Minuten ausgesucht und bestellt und habe dann also nicht länger geguckt und mir nichts Genaueres überlegt, weil schon der 6. war und heute ist Muttertag und ich schon gewusst habe, dass ich das bis Sonntag nicht ausgeht und wenn ich noch länger gebraucht hätte, wird es bis Donnerstag auch nicht ankommen und das war halt ein bisschen blöd. Aber ich finde schon wichtig, dass man persönliche Dinge schenkt. Mir geht's heute ganz okay. Ich bin ein bisschen verärgert, weil sich keiner so wirklich Zeit für mich nimmt. Mein Bruder war heute da, mein Vater hatte Dienst gestern und hat sich schlafen gelegt zu Mittag, also Nachmittag und jetzt sind sie zur Oma rübergegangen und ich wollte auch ein bisschen Beschäftigung, weil mir die ganze Zeit langweilig ist und ich finde es halt schade, dass sie jetzt zu Oma rübergegangen sind, obwohl ich verstehen kann, dass am Muttertag meine Mutter auch bei ihrer Mutter sein will und ihr gratulieren will. Ich hatte es nur so ein bisschen angepisst, dass keiner im Moment für mich Zeit hatte oder so, kurz zu reden oder sonst irgendwas. Aber das ist vielleicht ungerechtfertigt. Ich bin nur ein bisschen genervt, weil mir langweilig ist. Gestern war ich ja mit Sonja und Claudia unterwegs. Ich habe mir jetzt nochmal einige Gedanken über das Gesprochene gemacht und hoffe, dass es jetzt so funktioniert, wie wir es ausgemacht haben. Und dass ich Claudia am Montag Assistenz 24 meldet
Wegen der zweiten Stelle und oder ob Matt sich dafür entscheidet, sie einzustellen. Auf jeden Fall will ich nicht alle meine Stunden aufbrauchen, damit ich noch Urlaubsstunden übrig habe. Und das wäre halt so, wenn sie keine zweite Stelle für Juni bekommt. Und das fände ich ein bisschen blöd, außerdem wäre sie dann viermal in der Woche da und das wird mir fast ein bisschen viel werden. Sonst, ich wollte Kerstin heute schreiben, aber irgendwie will ich am Muttertag nicht stören. Ich werde das morgen machen. Und mit Christoph habe ich für nächsten Donnerstag wieder was ausgemacht. Der hat am Donnerstag angerufen um 17 Uhr und nächsten Donnerstag haben wir wieder um 16 Uhr das Gespräch. Da ist zwar Sonja da, aber das muss ich halt dann wieder so mit ihr ausmachen, dass sich das ausgeht. Und sonst ist nicht viel passiert. Mir geht es ja eigentlich relativ gut, relativ stabil. Ich muss nur heute duschen gehen, weil ich schon sehe, dass meine Haare fett werden. Obwohl es geht noch. Aber der Ansatz ist jetzt ganz schön nachgewachsen. Und unten sind die Haare halt noch braun und die sehen fettig aus. Und ein bisschen strähnig, aber ja. Heute wird Zeit zum Haare waschen. Oder morgen, weil heute Muttertag ist und ich meine Mutter nicht über Anstrengen will. Spätestens morgen früh. Sonst gibt's nicht viel Neues, wie gesagt. Ich richte mir morgen ein Schminkkörbchen her, das ich eine Woche lang benutze. Eine Palette, ein Make-up, ein Bronzer, ein Konturpuder. Und ein Blush und ein Setting Puder und ein Setting Spray. Das richte ich mir zusammen in einer Kiste. Das habe ich mir von Nina Cosmetics abgeschaut. Und das möchte ich dann eine Woche lang benutzen. Es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag schminke. Heute bin ich auch nicht geschminkt, weil meine Haare schon fett sind. Und dann zahlt sich das Schminken fast nicht aus. Aber auch weil ich nicht rausgehe und so. Aber ich bekomme es fast jeden Tag von Assistenten Besuch und möchte mich schon regelmäßig schminken. Und dann eine Woche lang die Produkte durchtesten und dann nächste Woche drauf wechseln. Zumindest die Grundprodukte, so wie Make-up, also Foundation, Konturpuder, Blush und so weiter. Und die Palette vielleicht länger als eine Woche verwenden, damit ich ein bisschen was aufbrauche und damit es weniger wird, damit ich mir wieder was Neues kaufen darf. Dafür hat mir meine Mutter ein Körbchen geschenkt, wo ich das reinmachen kann und das möchte ich ab nächste Woche angehen, also ab morgen. Und ja, so möchte ich meiner Schminksammlung Herr werden, obwohl ich sicher nicht so schnell viel aufbrauchen werde. Aber ich habe zum Beispiel sehr viel Foundation, die offen ist und die teilweise schon eingetrocknet ist. Und dann muss ich probieren, ob noch was rausgeht oder aussortieren, wenn es nicht mehr der Fall ist. Und ich habe da leider sehr viel angefangen und nicht zu Ende benutzt, weil ich mich dann länger nicht geschminkt habe und das sind halt Produkte, die werden schlecht mit der Zeit und die sollte ich aufbrauchen und dann muss ich erst doch probieren, was noch funktioniert und was nicht. Bei den trockenen Produkten, Puderprodukten wie Lidschatten, Blush oder sonstiges
ist es ja nicht so wichtig, weil es länger hält. Aber bei flüssigen Produkten, wie teilweise Bronzern, Konturprodukten oder Foundation, sollte man nach einer Zeit aufbrauchen. Die meisten Foundations sind innerhalb von einem Jahr. Da muss ich sowieso noch mal grob durchsortieren, was schon älter ist als ein Jahr. Meine Schminksammlung ist jetzt sortiert und im Tisch eingeräumt, in den Fächern. Ich mache euch heute ein Foto von meiner Bürobeleuchtung und von meinem Schminktisch und stelle es ins morgige Video rein, damit ihr seht, wie das aussieht. Und das habe ich die letzten Tage angekündigt, aber nie gemacht. Hoffentlich denke ich heute dran, dass ich das mache. Damit ihr das auch mal seht, weil ich schon einige Fragen bekommen habe. Das Kastel, oder der Kasten, der Schubkasten, der noch an den Schminktisch rangehört, mit dem Schubsystem Ledern, oder wie sagt man das auf Hochdeutsch, ich weiß nicht, mit dem Schubladen System, das dauert 8 Wochen, bis es geliefert wird, 8 bis 10 Wochen. Also wird es noch einige Wochen dauern, dass ich dann auch einiges umräumen kann und dass sich das nicht alles staut. Aber für meine Schminksachen habe ich jetzt im Großen und Ganzen ein System und habe alles eingeräumt und es ist gar nicht so viel, wie meine Mutter immer sagt. Es ist schon viel, aber es ist nicht so übertrieben viel wie bei manchen anderen. Sonst fällt mir gerade nichts mehr ein, was ich euch erzählen kann. Überleg kurz. Eine Wand müssen wir noch anbringen. Das ist ein Wandsticker mit so Zahlen und einem beweglichen Urteil mit zwei Zeigern. Da geht die Uhr richtig, das ist ein Wandsticker, die Uhrzeit anzeigt, und ein Batterieteil in der Mitte, die das antreibt. Das gehört noch auf die Wand montiert. Das wird aber erst morgen oder übermorgen der Fall sein, heute nicht mehr. Nächste Woche kommt auch meine Bank, meine Sitzbank für mein Wohnzimmer, und dann sieht es wieder voller aus und dann steht auch alles an seinem Platz und dann kann ich euch ein Foto von dem Zimmer machen. Sonst, das beschäftigt mich sonst so. Eigentlich war das jetzt im Großen und Ganzen alles, was ich euch erzählen wollte. Ich verfolge verschiedene Kanäle zum Thema Teenager-Mütter und auch ältere Eltern, Familien, wie es Mami Seelen, Family Blog von Saskia oder verschiedene Technik-YouTuber und so. Und ich merke, dass momentan alle schwanger sind, sogar die Frauen der Technik-YouTuber. Das macht bei mir natürlich wieder einen irrsinnigen Kinderwunsch, jetzt wo mein kleiner Hund tot ist. Wird das wieder extrem viel mehr. Und es fällt mir extrem schwer, das zu ignorieren und dem nicht nachzukommen. Oder kann ich jetzt sowieso nicht, weil ich keinen Freund habe, aber es gibt ja immer irgendeine Lösung. Und dem nicht nachzugeben
und länger sich damit zu befassen, dass ich nie Kinder kriegen werde, fällt mir momentan extrem schwer. Und irgendwie so dieser Gedanke, dass ich nie Kinder haben werde und auch nur teilweise Cousinen und Cousins, und das auch erst in einiger Zeit, das ist extrem schwierig und belastet mich sehr. Ich spüre so ein bisschen meine biologische Uhr ticken. Ich bin jetzt fast 29 und halt die meisten haben schon 3-4 Kinder und in dem Alter, und ich habe noch keins und werde auch keins bekommen, und das ist für mich sehr belastend, und darüber muss ich in der Therapie nochmal sprechen, aber im Endeffekt muss ich mich damit abfinden und das fällt mir extrem schwer. Und das merke ich gerade in letzter Zeit wieder, da momentan wieder total viele Schwangere sind auf YouTube und so. Und auch in der Bekanntschaft haben jetzt einige Kinder bekommen und sind noch schwanger oder wollen jetzt ein Kind. Und das macht es mir extrem schwer, mit dem abzuschließen. Es gibt Phasen, da kann ich das leichter nehmen und da ist es okay, dass ich keine Kinder bekommen kann. Aber es gibt Phasen, da ist es extrem schwierig für mich. Und das wechselt halt extrem. Und im Moment bin ich wieder in so einer schwierigen Phase. Ja. Und das belastet mich halt auch psychisch. Und das drückt sich auch auf die Stimmung und auf mein Wohlbefinden. Aber man kann es nicht ändern. Aber ja, sonst gibt's nichts eigentlich, was mich so beschäftigt. Das merke ich nur in letzter Zeit wieder. Und ein neuer Chihuahua kommt auch nicht in Frage, weil meine Eltern keinen zweiten Hund haben. Jetzt, wo der eine tot ist, und das wäre für mich eine Option, aber ich möchte sie mir auch so schnell nicht ersetzen. Ich habe zwar jetzt mal auf Willhaben geguckt, ob es Chihuahua-Welpen gibt, aber irgendwie fällt es mir schwer, mich damit auseinanderzusetzen, sie mir jetzt zu ersetzen, und meine Eltern wollen keinen zweiten Hund, und irgendwie spricht alles so ein bisschen dagegen, und deswegen wird dieser Wunsch halt immer größer nach einem Kind. Und ja, ein Hund stirbt halt schneller als ein Kind. Ein Kind hast du mindestens 18 Jahre und darüber hinaus. Und ein Hund lebt 10 bis 15 Jahre und stirbt dann. Das ist halt das Problem. Aber ja, zur Corona-Zeit muss ich sagen, die Maßnahmen werden jetzt in Österreich gelockert. Es wird auch überlegt, ob die Mundmaskenpflicht langsam wieder aufgehoben wird. Wir haben momentan 5000 Erkrankte in Österreich. Das ist noch immer viel, aber gegen die Bevölkerungszahl eigentlich nur ganz kleiner Bruchteil, und es werden jeden Tag mehr Leute gesund als wieder krank, und eigentlich ist die 1:1 Ansteckung erreicht. Man müsste jetzt mit der 1er Phase neu beginnen und halt diese Nachvollziehbarkeit von der hat den angesteckt und der den, die genau nachvollziehen und verfolgen, also nicht verfolgen, aber genau aufzeichnen, wer wen angesteckt hat, und die dann in Quarantäne geben und somit diese Ansteckung verhindern.
dieser Einser-Phase, die dieses Grundprinzip hat. In der sind wir jetzt was. Und ja, es ist schwierig, aber die Maßnahmen sollen langsam gelockert werden und damit ist auch das Schlimmste an Corona jetzt erstmal vorbei. Und natürlich rechnet man mit einer zweiten Welle im Winter. Aber das wird man dann erst sehen und ob dann wieder alles geschlossen wird. Oder ob die Ansteckung recht steigt, wenn wieder alle Geschäfte offen haben. Das wird man erst Mitte des Monats sehen, aber es sind jetzt wieder bessere Zeiten. Auch für Österreich und für die Wirtschaft. Aber man sieht doch, dass einige Geschäfte, die es international gibt und die sich auch in Österreich angesiedelt haben, Konkurs angemeldet haben, wie das Kleidergeschäft Colosseum. Das gibt es auch in Deutschland und das hat in Österreich Konkurs angemeldet. Und einige Birten haben Konkurs angemeldet und von daher gibt es doch erheblichen wirtschaftlichen Schaden, aber es hält sich alles so weit in Grenzen, dass es tragbar ist für die Wirtschaft noch, jetzt rechtzeitig aufzumachen und die Geschäfte, die zusperren müssen, es ist zwar tragisch, aber hat sich nicht verhindern lassen. Und dass es jetzt so geendet ist, man hätte es nicht anders machen können. Und es ist zwar tragisch, aber jeder, der sich davor nicht absichern konnte oder gerade ein neues Geschäft aufgebaut hat und dadurch Konkurs gegangen ist, jeder, dem das passiert ist, tut mir leid, aber keiner konnte ahnen, dass es so schlimm wird und dass solche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Nein, egal. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und es ist halt für jeden Einzelnen schlimm und für jeden, der seinen Job verloren hat. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten und mit neuem Startkapital oder jetzt werden wieder viele Arbeitsstellen gesucht und neuem Startkapital gegeben, kann man auch wieder was Neues anfangen und muss das Alte hinter sich lassen und ich glaube, das ist das Beste für alle. Aber naja. Jetzt genug von meiner Zusammenfassung. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal. Ciao.